Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Wieder mit Schwester Katharina, Franziskanerin in Olpe. Es ist schön, dass Sie mit mir heute Morgen den Tag mit Gott beginnen. Der Alltag hat uns wieder. Die Osterzeit ist mit Pfingsten endgültig vorbei und diese Pfingstwoche endet heute auch. Und wir sind dann wieder im Jahreskreis. Was für kirchlich geprägte Menschen total sinnvoll klingt, dürfte für die meisten eher merkwürdig daherkommen. Ostern, das ist doch schon so lange her. Und Pfingsten, das ist doch nur das lange Wochenende, an dem alle Kölner und Kölnerinnen nach Holland ans Meer fahren. Und Alltag ist Alltag und der Rest ist Urlaub. Man könnte ja jetzt jammern, dass viele Menschen nur noch wenig vom Glauben wissen. Ich frage mich dann manchmal, woher kommt das eigentlich? Zumindest in Westdeutschland gab und gibt es flächendeckenden Religionsunterricht in der Schule. Es gab starke volkskirchliche Strukturen mit Gruppenstunden, Kommunionunterricht und vieles mehr. Und trotzdem scheint über Jahrzehnte das Glaubenswissen dramatisch weniger geworden zu sein und vieles, wie eben das besagte Kirchenjahr, ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich im Hinterkopf. Ich erlebe es regelmäßig, dass Katholikinnen und Katholiken viel von früher sprechen. Früher war das Pfarrfest riesengroß, die Fronleichnamsprozession war toll, es gab 3 Kapläne und über 100 Kommunionkinder. Was fort ist fort, was weg ist weg, sagt der Kölner und die Kölnerin. Und da hilft Jammern nun gar nicht. Sondern schauen wir lieber auf das, was möglich ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, dass man mit Menschen, die neugierig sind, erstmal ins Gespräch kommt. Wenn jemand interessiert danach fragt, was ich eigentlich glaube, dann ist es gar nicht so wenig, wie es scheint. Wir können dann erzählen, warum uns das wichtig ist, wie uns Gott erfüllt, was Christsein eigentlich für uns bedeutet. Klar, wenn wir an die vollen Kirchen früherer Zeiten denken, wirkt im Vergleich dazu ein solches Gespräch erstmal etwas dünn. Aber angesichts der Fülle der Möglichkeiten, die sich den Menschen heute bietet, ist so eine ernst gemeinte Frage zum christlichen Glauben gar nicht mal so schlecht. Vielleicht schauen wir in diesen Tagen, in denen wir wieder im kirchlichen Alltag sind, doch ein bisschen genauer auf die Dinge, die uns Hoffnung machen, für unseren Glauben und für unsere Kirche. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.